Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich will ja nicht die Stimmung versauen, aber ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, der Sommer ist vorbei, der Herbst ist da und mit dem Wechsel der Jahreszeiten verändert sich ja auch oft unser Make-up. Und ich habe hier einige meiner Drogeriefavoriten, die ihr vielleicht auch schon zu Hause habt, mit denen ihr ein schönes herbstliches Make-up schminken könnt. Oder vielleicht aber auch ein paar Produkte einfach, die euch inspirieren, bei euch in den Schubladen mal nachzuschauen, was bei euch schon da ist. Ihr wisst es, ich probiere im Moment so ein bisschen mehr darauf zu achten, dass ich euch auch Produkte zeige, die nicht unbedingt nagelneu sind. Natürlich wird es das auch immer geben. Heute habe ich aber wirklich ein paar Produkte hier, die ich in den letzten Monaten und Jahren auch gerne benutzt habe und die mir jetzt so ein schönes herbstliches Make-up geben wollen. Ihr seht es, ich bin da, ich habe nur die Augenbrauen schon drauf und wollte mit euch erstmal was recht Natürliches schminken. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und falls ihr hier regelmäßig kommt, klickt gerne auf die Glocke und auf den Like-Button. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Like-Button so ein bisschen vergessen wird. Probiert es einmal aus, da gibt es nämlich eine super süße Animation gerade. Starten wir mit einem Produkt, welches ich gerne als Primer benutze und das ist der e.l.f. Halo Glow. Das ist ein Dupe zum Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Ich weiß nicht, ob es den mittlerweile schon gibt, bei Douglas beispielsweise. Es gibt ihn aber auf der e.l.f. Webseite. Also ich musste, als ich den bestellt habe, ich habe ihn in mehreren Farben bestellt gehabt, musste ich auch nicht Zoll zahlen, sondern ihr könnt ihn einfach so bestellen. Man kann ihn als Foundation benutzen, man muss ihn aber nicht als Foundation nutzen, sondern kann es auch eigentlich eher so ein bisschen als Primer oder Unterlage benutzen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht, wenn man das nur so in die Haut einblendet. Der hat eine recht leichte Deckkraft und gibt der Haut einfach einen sehr, sehr schönen Glow. Mir ist es wichtig im Herbst, muss ich sagen, dass die Haut ein bisschen leichter aussieht, beziehungsweise das Make-up ein bisschen leichter aussieht. Bei den Augen und bei den Lippen kann man natürlich im Herbst, finde ich, immer noch ein bisschen mehr Gas geben als vielleicht im Sommer. Da sieht es einfach immer schöner aus, eine dunkle Lippe oder dunkle Lidschatten zu tragen. Die Base soll mir aber Feuchtigkeit spenden. Deswegen probiere ich auch mit den Base-Produkten, die ich jetzt benutze, Pflege und Feuchtigkeit in die Haut zu bringen, weil einfach durch den Wechsel der Temperaturen und durch die Heizung, wir gehen rein, wir gehen raus, drin ist es wärmer als draußen natürlich meistens und dann scheint die Sonne und hin und ihr kennt das Spiel im Herbst, das ist ja nicht unser erster Herbst, aber das nimmt die Haut natürlich mit und ich habe es jetzt in den letzten Tagen gemerkt, dass meine Lippen Tatsache extrem drunter gelitten haben und sehr spröde waren. Der Primer bzw. dieser Halo Glow Liquid Filter ist für mich eher nur so eine Grundlage, weil ich ja, wie gesagt, ein bisschen weniger Deckkraft haben möchte mit der Foundation, sondern eher die natürliche Haut verbessern möchte. Und dazu habe ich noch eine Foundation und das ist die Miracle Pure Skin Improving Foundation von Max Factor. Habe ich euch vor, ist bestimmt jetzt auch schon wieder ein Jahr her, gezeigt. Ich liebe die immer noch. Hier ist Hyaluronsäure und Vitamin C mit drin, was natürlich die Haut einfach auch nochmal pflegt. Was bei der ganz besonders ist, die ist sehr leicht und hinterlässt so ein natürliches Finish. Also egal wie ihr sie benutzt, ob ihr sie entweder nur pur benutzt, dazu gibt es ein ganzes Video, das verlinke ich euch einmal in der Ecke, oder ob ihr sie vielleicht auch einfach mit einem Primer mischen wollt, das ist glatt. Ebenfalls ist in der Foundation auch ein Lichtschutzfaktor von 30 mit drin und ich glaube, dass das ganz oft vergessen wird. Ich nehme mich dazu, ich habe das früher, bevor ich mich wirklich mit Haut und Make-up auseinandergesetzt habe, auch nie gemacht. Ich habe selten im Sommer Lichtschutzfaktor getragen und im Herbst, Winter und Frühling schon gar nicht. Ich empfehle es euch trotzdem, ich habe neulich einen ganz, ganz tollen Spruch gelesen. Wir geben so viel Geld für Skincare und Pflege und Masken und Serien aus, aber wenn wir keinen Lichtschutzfaktor benutzen, dann können wir uns das ganze Geld sparen, weil der Sonnenschaden viel, viel stärker auf die Haut einwirkt, als wir mit Pflege reparieren können. Deswegen achtet bitte auf Lichtschutzfaktor. Wenn ihr im Herbst keinen 50er tragen wollt, okay, nehmt den 30er und dann nehmt auch gerne Produkte, die schon noch so ein bisschen Lichtschutzfaktor mit reingeben. Die Haut ist sehr leicht. Also wir haben nicht viel Produkt. Ich drehe jetzt mal kurz das Licht weg, weil ich finde, dass das Licht hier von den Seiten das Make-up immer sehr glowy macht und viele von euch mögen das nicht. Deswegen zeige ich es euch mal so, wie es aussieht, wenn ich das Licht wegmache. Ich habe ja natürlich nicht im Alltag zwei Softboxen links und rechts neben mir stehen. Das ist das natürliche Finish mit Tageslichtlampe. Sehr zart. Das gleicht so ein bisschen die Haut aus und so glowy ist es dann auch nicht mehr. Als Concealer benutze ich den By Dark Circles Concealer von Judith Williams in der Farbe, steht jetzt hier gar nicht drauf,
Ich glaube, so viele Farben gab es davon gar nicht, leider. Der hat so ein Schwämmchen. Das mag ich persönlich nicht. Ich mag die Formulierung des Produkts aber sehr gerne. Der ist sehr feuchtigkeitsspendend, hat eine gute Deckkraft und sieht sehr, sehr frisch auf der Haut aus. Also die Produkte, die ich euch jetzt zeige, die Miracle Pure Foundation, der Concealer von Judith Williams, sind gute Produkte, falls ihr entweder etwas reifere Haut schon habt oder wenn ihr wirklich Probleme mit trockener Haut habt unter den Augen. Probiert es mal aus, Produkte mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen wie Hyaluron oder Glycerin zu nutzen, weil ihr dann einfach ein schöneres, weicheres Ergebnis habt. Den blende ich mir einmal schnell aus und lasse das Ganze heute mal wirklich bestimmt 20, 30 Minuten drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. 20 Minuten, vielleicht sogar 30 Minuten später konnte wirklich alles sich sehr, sehr schön erwärmen. Ich habe es euch neulich schon mal in dem Video gesagt, dass ich das gerade so ein bisschen probiere, wenn es die Zeit natürlich hergibt, die Base, also die Pflege, 10 Minuten einwirken zu lassen und dann die Foundation und die Cremeprodukte. Weil ich das Gefühl habe, dass durch die Hautwärme sich alles noch mal ein bisschen besser verbindet. Und dann gehe ich einfach noch mal mit dem Schwamm immer so ein bisschen rüber und arbeite das noch ein bisschen intensiver in die Haut ein, weil ich so das Gefühl habe, dass es weniger aussieht wie Make-up und eher wie eine perfektionierte Haut. Wir fixieren das Ganze mit einem Puder, fiel mir erst wieder ein. Ich habe mich neulich beschwert, dass ich mein Rival Loves Me Puder nicht mehr habe. Und ich habe aber das Flawless Baking Powder gefunden bei mir noch. Und das ist ja im Prinzip genau dasselbe. Ich nehme Microfiber Multitool Mini, gehe da leicht rein und probiere auch erstmal, probiert das mal aus, wenn ihr die habt. Wenn nicht, bestellt sie euch. Wir haben tatsächlich nicht mehr viele. Ein bisschen und dann arbeite ich mir das hier unter die Augen ein und habe sofort ein recht weiches Under-Eye. Mit dem Rest, den ich am Tool habe, gehe ich einfach überall rüber, um nicht zu viel Pudertextur auf mein Gesicht zu bringen. Und auch schon das nächste Produkt ist etwas, was ich lange nicht mehr benutzt habe, aber meine Palette mit Catrice hat mich dazu inspiriert, es wieder zu benutzen. Und zwar den Milani Baked Blush in der Farbe Dolce. Oder Baked Bronzer ist das. Der ist sehr, sehr weich auf der Haut. Ich zeige ihn euch gleich mal. Und den arbeite ich mir hier mit so einem Asam Brush einmal ein. Der gibt eine ganz zarte, warme Farbe ab und hat auch so einen leichten Glow mit drin. Das haben die meisten gebackenen Produkte, finde ich, einfach immer mit drin. Und das sieht bei reiferer Haut oder bei trockenerer Haut immer sehr schön aus. Der ist nicht zu warm und mit dem Rest nehme ich mir das Puder so ein bisschen ab. Ich will probieren, Puder mit Puder so ein bisschen auszublenden, weil dadurch alles natürlich etwas weicher, ausgeblendeter aussieht. Und ich finde, gerade im Herbst sind diese schimmernden Blushes mit einem Goldanteil, nicht mit einem Silberanteil, immer sehr schön, weil sie trotzdem noch so ein bisschen Wärme ins Gesicht geben und die Haut dadurch ein bisschen sommerlicher aussieht. Ich will ja immer irgendwie den Sommer so ein bisschen verlängern. Und das geht mit diesen Produkten immer ganz besonders gut. Ein Blush möchte ich jetzt erstmal nicht benutzen. Ich möchte das Gesicht ein bisschen wärmer und in die braunere Richtung halten und habe eine Lidschattenpalette, die meiner Meinung nach eine Palette ist, die jeder und jede von uns im Sortiment bei sich zu Hause haben sollte, weil sie einfach sehr, sehr günstig ist. Viele werden sie auch schon haben. Das ist die Brown Edition von Essence. Die liegt vielleicht bei 4 Euro, 5 Euro vielleicht. Ihr habt. Na, wie viele Farben sind hier mit drin? 9 Farben mit drin. Sehr, sehr warme, sehr natürliche Töne, aber dadurch einfach immer irgendwie perfekt passend zu allen Anlässen. Und wir bleiben heute auch in einem sehr schlichten Look. Ich gehe in die Farbe hier in die Mitte. Was ich bei der Palette nicht so gerne mag, ist, dass die Fältchen so länglich sind und so nah beieinander liegen. Erinnert mich immer ein bisschen an die Naked-Paletten. Die sind immer so ein bisschen unpraktisch gewesen. Und die Farbe blende ich mir sehr, sehr weit aus. Es wird ein super, super schlichter Look, aber ich finde gerade diese warmen Farben sind immer sehr gut. Ich gehe auch gleich in diesen Rotton hier unten, das ist der zweite von rechts, und mache das Ganze noch ein bisschen wärmer. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt, wenn ihr einen Blush benutzt, auch einen Blush auf die Augen geben. Zum Beispiel funktioniert das mit der Farbe Amore in meiner Face-Palette immer sehr, sehr gut, weil der sehr pigmentiert ist und sehr schön warm ist. Ausblenden tue ich das mit dieser Farbe hier. Das ist die 1, 2, dritte von links, um hier einfach so einen weicheren Übergang zu haben. Und das sind die perfekten Farben. Und das habe ich auch erst neulich gelernt, dass man mit den helleren Farben einfach auch nochmal so ein bisschen weicher ausblenden kann. Dunkler wird es heute nicht. Ich nehme jetzt einen fluffigen Pinsel und gehe in diesen Goldton hier rein. Den habe ich tatsächlich noch nie so wirklich benutzt. Und den stempel ich mir einfach hier rauf. Das ist, wie gesagt, kein Look, der
nach Meisterleistung schreit. Ich finde aber, dass diese einfachen Looks. Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, die meinte, sie hat 4 Kinder und sie hat nicht so viel Zeit, Ewigkeiten Lidschatten zu verblenden. Ich dachte mir, ja, okay, ich stimme dir voll zu. Im Alltag ist es schwieriger, einfach natürlich Make-up, intensive Make-up-Looks zu machen. Und ich weiß, dass ich auch viele Mamas und Papas in der Community habe, die einfach nicht so viel Zeit haben. Und mit diesen Basic-Looks, das heißt nicht, dass ich euch keine Inspiration geben möchte für kreative Looks, sondern ich will euch Inspiration geben, einfache Looks zu schminken, dass ihr euch im Alltag dann auch, nochmal, Make-up lässt einen ja auch immer wohlfühlen, ne? Und das ist so ein bisschen meine Intention dahinter. An meinen unteren Wimpernkranz gebe ich die Farbe hier unten, auch die soll nicht zu dunkel sein, sondern einfach nur so ein bisschen mein Auge umrahmen. Ich hatte noch ein Produkt, das weiß ich jetzt nicht, ob man das noch benutzen kann, wir probieren es mal aus. Das ist von Art Deco, der High Performance Eyeshadow Stilo in 17, der ist sehr, 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 sehr dunkel und hat so einen Schimmereffekt mit drin. Wir probieren ihn jetzt mal so ein bisschen hier außen als Liner. Das ist ein sehr, sehr schönes Produkt, um nochmal ein bisschen Tiefe zu geben. Den kann man sehr, sehr gut ausblenden. Ich nehme den jetzt einfach, ja, wie so einen kleinen Eyeshadow-Liner zu haben. Der soll so ein bisschen diffus aussehen und meine Lashline verdunkeln. Was man mit dem sehr, sehr gut machen kann, ist, den einmal komplett aufs bewegliche Lid ausblenden, fertig. Diese Make-up-Stifte oder diese Lidschattenstifte habe ich tatsächlich jetzt auch erst für mich nicht neu entdeckt, aber ich habe verstanden, dass sie im Alltag sehr, sehr hilfreich sind. Mir fehlt tatsächlich doch ein bisschen Blush, deswegen nehme ich hier von NYX nochmal den Sweet Cheeks Matt Blush in der Farbe Bang Bang. Der ist sehr dunkel und vor allen Dingen sehr, sehr kühl. Also egal, welche Hautfarbe ihr habt, könnte das eine gute Möglichkeit sein als herbstlicher Blush. Und den arbeite ich mir mit einem Stippling Brush ein. Das war ja vor ein paar Jahren wirklich Trend, dass man mit Stippling Brushes Bronzer und Blushes aufträgt. Der diffust das einfach. Und ich sehe es auch gerade, der passt farblich sehr, sehr gut zu dem Lidschatten. Deswegen blende ich den mir hier gleich noch so ein bisschen höher. Mit einem braunen Eyeliner gehe ich einfach auf die Wasserlinie. Und schließe das Ganze mit einer braunen Mascara ab. Das ist eine recht spannende Mascara von Trended Up. Das ist die Volume Express Pro? Brow? Ich weiß es nicht. Brown Mascara Nummer 1 von Trended Up. Die macht nichts. Also die macht nicht krasses Volumen. Die macht nicht krassen Schwung. Die macht einfach nur sehr, sehr schöne braune Wimpern. Das ist tatsächlich auch einer der wenigen Mascaren, die wirklich, wirklich braun ist auf den Augen. Und nicht so schwarzbraun. Und man sieht das Tatsache fast gar nicht, aber der Gesamteindruck ist braun und dadurch sieht das natürlich so ein bisschen natürlicher aus. Und so haben wir auch ein sehr, sehr schönes und frisches Alltags-Make-up. Ich habe noch eine Lippenkombination, die ich sehr, sehr schön für den Herbst finde. Und zwar ist es der Essence 8 Stunden Matt Comfort Lip Liner in der Farbe Cinnamon Spice. Ich liebe Cinnamon, ich liebe Pumpkin Spice. Und wenn das Make-up schon so heißt, ist es natürlich umso besser. Der ist sehr, sehr braun. Also das findet man recht selten. Hier seht ihr ihn einmal in der Drogerie. Die meisten Drogerie-Lip-Liner sind sehr, sehr warm. Der ist schön kühl und so ein True Brown fast. Den gebe ich mir auf meine kompletten Lippen. Und ihr seht das, der ist super schön kühl. Aber der ist nicht so optimal, um ihn nur so zu tragen. Deswegen kommt da noch ein Lipgloss rüber. Und das ist auch einer meiner liebsten von Essence, der Shine 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 Wet Look Lip Gloss in der Farbe Peaches and Cream. Ein wunderschöner Orangeton, der auch perfekt zu dem schimmernden Ton auf dem Auge passt. Und wenn ihr euch jetzt das Blau einmal wegdenkt, ist das ein sehr schön herbstlicher Look. Ich bin gespannt, wie euch dieser herbstliche Make-up-Look gefällt. Schreibt mir gerne eure Herbstfavoriten in die Kommentare. Ich schaue mal, dass ich ein paar Produkte hier für euch online raussuchen kann. Vielleicht gibt es sie ja online. Wenn nicht, schaut gerne mal bei eurem nächsten Gang in der Drogerie vorbei. Oder guckt mal bei euch zu Hause. Ihr werdet mit Sicherheit diese oder ähnliche Produkte schon haben. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren herbstlichen Looks. Passt auf euch auf!